Erlebe heute einen erfüllten, zauberhaften Tag. Erwecke die in dir schlummernden Kräfte und lasse deinem unerschöpflichen Potenzial freien Lauf. Denn heute ist die Zeit gekommen, dich als Vision der Zukunft anstatt als Erinnerung an die Vergangenheit zu definieren. Suche dir dafür einen ruhigen Ort, an dem du 10 Minuten ungestört bist. Setz dich aufrecht hin, Rücken möglichst gerade, idealerweise im Schneidersitz oder auf einen Stuhl, beide Füße auf den Boden. Schließe die Augen, atme genüsslich durch die Nase tief ein und aus und entspanne den ganzen Körper, damit du folgende Fragen auf dich wirken lassen kannst. Wie würde ich mich fühlen, wenn ich heute einen wundervollen und erfolgreichen Tag hätte? Wie würde ich mich fühlen, wenn ich meinen Tag gemeistert hätte? Wie würde sich Großartigkeit anfühlen? Wie würde sich Fülle anfühlen? Wie würde sich Gesundheit anfühlen? Wie würde sich Leichtigkeit anfühlen? Wie würde sich finanzielle Freiheit anfühlen? Dadurch sagst du dir, ich lehre meinem Körper emotional, wie sich meine Zukunft anfühlt, bevor sie passiert. Das heißt, du wartest nicht auf deinen Wohlstand, um Fülle zu fühlen. Du wartest nicht auf deinen Erfolg, um dich ermächtigt zu fühlen. Du wartest nicht auf deine neue Beziehung, um Liebe zu spüren. Du wartest nicht auf deine Heilung, um dich stark oder dankbar zu fühlen. Du wartest nicht auf die Synchronizität oder den mystischen Moment, um Ehrfurcht und Staunen zu empfinden. Und alles, was ich mache, ist dich deines alten Ichs bewusst werden zu lassen, vertraut mit deinem alten Ich, dem Vergangenen. So bewusst, so vertraut, dass du den Rest des Tages nicht unbewusst durch deinen Tag gehst. Und dann werden wir vertraut damit, indem wir einen neuen Kreislauf auslösen und verdrahten, deinen Körper emotional in eine neue Zukunft zu versetzen. Lass es uns testen, wie du von einer zur anderen Persönlichkeit wechselst, ob du dich selbst in deinem Wachzustand ertappst und nicht manche Gedanken glaubst und nicht auf eine bestimmte Art unbewusst sprichst, nicht dich auf eine unbestimmte Art verhältst und fühlst in denselben vertrauten alten Mustern. Und wenn du dies tust, fängst du an, daran zu denken, wer du sein willst. Lass uns ein Experiment ausprobieren. Lass uns testen, wie es auf dich und dein Leben wirkt. Ich hoffe, du genießt es. Lass deinen Körper glauben, dass du bereits jemand Neues bist, der seine Traumziele erreicht hat, weil du es emotional wahrnimmst. Komm, lass uns deine Zukunft erleben. Es gibt jetzt neue Möglichkeiten für dich zu leben, losgelöst von den Ketten deines alten Ichs, deiner Vergangenheit. Diese Möglichkeiten bestehen in diesem Augenblick. Ich möchte, dass du deinem Körper emotional beibringst, wie es sich anfühlt, sodass er anfängt zu glauben, dass er es gegenwärtig erlebt, für dich, jetzt. Komm schon, lass es zu.
Lass deinen Körper Freiheit spüren, sodass er es glaubt, frei zu sein. Ich möchte, dass du deinen Körper emotional wahrnimmst, um die Freude zu spüren, wie du dich fühlen würdest, damit dein Körper anfängt zu glauben, bereits jetzt in einem zukünftigen Zustand emotional zu sein. Es gibt Möglichkeiten für dich, all deine Bedürfnisse zu befriedigen und wohlhabend zu sein. Und ich möchte, dass du deinen Körper anweist, Wohlstand zu erfahren und Reichtum zu genießen, bevor das tatsächliche Ereignis eintritt, sodass dein Körper denkt, es ist bereits erlebt. Öffne deinem Körper diese Pforten, um es zu spüren. Denn wenn du es spürst, denkt dein Körper, es ist bereits erlebt. Er glaubt, es ist wahr. Es passiert gerade. Jetzt bestehen Möglichkeiten im Quantenfeld für deinen genialen Geist, lebhafte Gedanken, Erkenntnisse zu haben, um dich zu neuen Horizonten zu führen. Und die Elektrizität, die dank deiner Aufgeschlossenheit geschaffen wurde, lehrt deinen Körper emotional die Freude, die Begeisterung zu spüren, sodass dein Körper dein Schöpfergeist erlebt und glaubt, es ereignet sich jetzt gerade. Und es gibt gleichzeitig im Quantenfeld unbegrenzte Möglichkeiten, unbeschreibliche Kräfte,
die dir helfen, ein neues Leben zu erschaffen. Reich an Gelegenheiten, reich an unendlichen Abenteuern von unglaublichem Ausmaß. Du fühlst dich wie in einem Traum. Es gibt Möglichkeiten im Quantenfeld, dass all deine Gebete erhört werden, dass Möglichkeiten dich finden, die deine Gebete beantworten. Jetzt. Begeistert sein bedeutet, deine Zukunft ohne Hindernisse zu sehen, deine Möglichkeiten zu sehen, ohne dich in Details zu verlieren. Sieh in dich hinein und erinnere dich an dieses Gefühl grenzenloser Möglichkeiten und sei offen und erwartungsvoll für das Unbekannte. Nimm jetzt einen weiteren tiefen, langsamen, genüsslichen Atemzug. Und wenn du ausatmest, lasse es ins Feld hinaus. Wenn du bereit bist, mache langsam, ganz langsam deine Augen auf und heiße dein neues Leben mit neuen Möglichkeiten willkommen.